Oh, sieht heftig aus. Haha, geil. Yo, Friends, ich bin in Frankreich. Dort oben auf diesem Berg steht ein alter Tempel der Kelten. Da wird morgen FPV geflogen zum Sonnenaufgang. Aber erstmal wird hier im Auto gepennt. Ich zeige euch mal das Setup. So, die Lolomaus ist auch schon bed ready. Mittlerweile bin ich echt müde. Ich habe mich jetzt auch hier mit in den Schlafsack reingechillt. Gute Nacht, Leute. Sonntag, 6 Uhr morgens. Und hier stehen schon 6, 7 neue Karren neben uns. Und hier gehen schon voll viele Leute hoch. Zwar Nebel da oben, sieht schön aus. Aber ich denke mal, das wird leider so ein Massenwanderungsspot sein, wo über viele Leute am Start sind. Oh, ich sehe gerade die Sonne durch den Nebel. Die kommt gerade hoch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute sind wirklich nur für Sonnenaufgang hergekommen. Und erfahrungsgemäß gehen die dann manchmal eine halbe Stunde oder eine Stunde danach. Und man hat den Spot komplett für sich. Oder es werden halt noch mehr Leute als eh schon da sind. Ich denke mal, jetzt hier sind locker schon so 20, 25 Personen. Wenn es nicht besser wird, kann ich wahrscheinlich leider nicht fliegen. Und das Ganze, die ganze Aktion mit Übernachtung hochwandern und so, hat sich halt fürs FPV-Fliegen jedenfalls nicht gelohnt. Aber so leicht wollte ich natürlich nicht aufgeben, weshalb ich mich dazu entschieden habe, nochmal über eine Stunde zu warten. Hey, wer kommt denn hier? Wer kommt denn da? Nachgetrottet. Was war los? Mir war unfassbar kalt die Nacht. Und ich kam einfach nicht aus dem Schlafsack raus. Und Lukas hat mir dann sein gegeben, damit ich mich ein bisschen aufwärmen kann, damit ich jetzt hier Full Power geben kann. Oh, sieht heftig aus. Haha, geil. Okay, Friends, ich habe richtig predicted. Die ganzen Leute sind jetzt mittlerweile weg. Lolomaus ist nur noch hier mit am Start. Und ich konnte dann nach über anderthalb Stunden, wo ich hier nur gewartet habe, meine ersten Aufnahmen machen. Da waren noch ein paar Leute da. Die habe ich aber gefragt, ob das okay ist, wenn ich hier FPV-Drohne fliege. Beziehungsweise habe denen auch gesagt, okay, geht mal bitte nicht die nächsten 2 Minuten hier in den Tempel oder so rein, dass da halt einfach nichts passiert. Wir sind jetzt hier wieder unterwegs im Auto und lassen uns einfach treiben, mal sehen, wo es noch hingeht. Ich vermute aber mal stark, dass es heute zum Sonnenuntergang noch eine Burg wird, beziehungsweise eine Burgruine, aber ihr werdet es ja gleich sehen. So wird, by the way, hier der ganze Spaß wieder aufgeladen. Da macht die Powerbank definitiv eine gute Arbeit. Es ist dann doch zuerst nochmal das Kirschbaumfeld geworden. Hier schon überall mit so kleinen Blumen. Genau für den Stuff bin ich hier. Das habe ich mir gewünscht. Bisschen Frühlingscontent. Alles mal ein bisschen schön grün, nicht wie die letzten ganzen Flüge, Winter und Grau. Jetzt mal was Schönes fürs Auge. I know I'm in your head.
Ja, Leute, ich seht's hier. Ich bin gerade am Fliegen. Meine GoPro geht die ganze Zeit aus. Fabian ist noch mit am Start. Lorena auch. Und check mal diesen riesigen Lost Place. Ja, ich glaube, hier sind Leute. Die fliegen nämlich auch hier FPV. Das Ding ist, ich habe halt nur meine Nazgul am Start, weil wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass meine andere Drohne kaputt ist und bis jetzt habe ich sie noch nicht repariert. Und jo, deswegen kann ich hier oder möchte ich nicht unbedingt Full Sense machen, weil ich habe ja auch noch einiges hier vor. Möchte heute Abend geht es ja noch zu einer Burg, da will ich noch ein bisschen fliegen. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem mal den Lost Place, weil ich den absolut crazy finde. Hier hinten bin ich auch vorhin schon geflogen. Ihr seht, das Gelände ist absolut crazy. Ich muss hier definitiv noch mal herkommen. Aber was ich definitiv sagen muss, dass ich keinen Lost Place kenne, wo so viele geile Hindernisse sind, wo man durchfliegen kann. Ich denke mal, das wurde vielleicht auch von den Piloten, die hier ab und zu fliegen, so präpariert, dass hier teilweise so Metall rausgeschnitten wurde aus manchen Wänden. Weil wenn ihr hier mal schaut, hier sind überall auch so kleine Hindernisse aufgebaut. Zum Beispiel hier, das Teil, ist mega geil einfach. Ich kann mal schauen, ob ich nochmal hier rausfliegen kann. Jo. Wow. So. Wow, bam, geil. Wir sind wieder reingeflogen. Hier oben ist auch noch ein schönes Hindernis. Können wir auch nochmal durch. Yo, Friends, wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Burg, es ist einige Stunden später und wenn irgendwo der Weg das Ziel ist, dann hier, schaut mal. Mal schauen, ich sehe schon die Burg da oben, ob wir da fliegen können, aber erstmal einfach nur den Weg hier genießen, so wunderschön. Los geht's. So, die erste Burg haben wir auf jeden Fall uns geholt. Ich pushe hier meine Lolomaus vorbei, aber ich glaube, hier wird nicht geflogen, hier sind zu viele Leute am Start. Schauen Sie uns trotzdem mal an und dann danach geht es dann weiter zur Burg, die ganz oben auf dem Felsen steht. Die Treppenstufen sind so riesengroß. Das ist wirklich anstrengend. Ich muss immer so einen halben Meter Schritt machen. Filmst du mich, wie ungesund ich hier gerade bin? Gesund bist du. Richtig gesund. Nix und nix. Hier nochmal der Blick ins Tal. So, und jetzt geht's ganz da hoch. Dein erster Eindruck? Sieht richtig geil aus. Boah, Leute, Mann. Das Licht und die Burg, viel zu krass. Soweit ich jetzt sehen kann, sind wir hier allein. Und ich freue mich jetzt schon, hier ein bisschen rumzufliegen. Ich glaube, das wird gleich episch. Ich bin jetzt mit der Lolomaus wieder unten. Wir genießen hier
noch die nice Aussicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet mit mal nicht so viel Live-Commentaries, sondern einfach nur geilen Fotos. Ich finde, bei Locations wie diesen hier ist es auch mal geil, so ein bisschen einfach den Background zu filmen, beziehungsweise die Anreise und alles, was drumherum passiert. Und ja, morgen geht es dann weiter. Ich denke mal, da werde ich noch ein anderes Video drehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gern. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.